Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier bei uns auf www.trotto.de und www.hufoll.de. Ja, es ist wieder Wochenende und es ist wieder V75-Zeit. Und auch wenn natürlich alle Blicke dieses Wochenende nach Berlin gehen, wo am Samstag das deutsche Stutenderby und am Sonntag das deutsche Traberderby entschieden werden, gibt es auch am Samstag in Örebro eine V75 mit zwei Gruppe-1-Rennen. Das geht so ein bisschen unter jetzt in diesen Tagen aufgrund der, des tollen Derby-Meetings in Berlin-Mariendorf. Ich freue mich wirklich, dort auch zu Gast zu sein. Ich werde in Berlin-Mariendorf in allen drei Tagen sein, also Freitag, Samstag, Sonntag. Und natürlich geht das so ein bisschen unter jetzt, dass es aber in Örebro in der V75 auch zwei Gruppe 1 Rennen gibt. Das ist nämlich sensationell, zwei Gruppe 1 Rennen an einem Tag, nämlich die E3-Finals für die Kurzstrecke über 1609 Meter. Das ist schon was Besonderes und normalerweise ist das ein Renntag, der hier ja wirklich mal sensationell ist. Letztes Jahr waren sie in Gävle, die Finals. Ihr wisst ja mal, dass die Finals zwischen Gävle, Romme und Örebro rotieren. Die Kurzstreckenfinals und die Langstreckenfinals rotieren zwischen Berserker, Färjestad und Sarah Färjestad und Eskilstuna. Und deswegen haben wir jetzt hier heute, dieses Jahr ist wie gesagt Örebro für die kurze Strecke dran und nächstes Jahr wird es dann in Romme sein, die Kurzstreckenfinals und dann in zwei Jahren wieder in Gävle. Trotzdem, es ist ein Gruppe 1 Rennen. Es gibt alleine 100.000 Euro für den Sieger und die Siegerin in diesen E3-Finals. Trotzdem haben wir natürlich Berlin-Mariendorf auch mit Precious Thing und Jürgen S. Eriksson im Stutenderby eine schwedische Note. Wir wollen trotzdem jetzt auf die V75 draufschauen. Vielleicht habt ihr ja Lust, wie vor zwei Wochen auch schon, als es in Rettvik eine V75 gab, habe ich viele doch in Berlin gesehen, die so mal heimlich in ihrem Handy geguckt haben und mal heimlich geschaut haben, was läuft denn so in Rettvik, was passiert denn da? Und wir haben eine sehr ausgeglichene V75. Das heißt, wenn ihr also in Berlin-Mariendorf sitzt, dann zu dem Zeitpunkt, wenn die V75 beginnt, sind wir ja in Berlin schon beim 13. oder 12. oder 13. Rennen. Ihr wisst ja, in Berlin geht die Veranstaltung bereits um 10.30 Uhr am Samstag los, in Örebro erst um 14.45 Uhr und um 16.20 Uhr erst die V75. Das heißt, da kann man schon mal ein bisschen gucken. Also da ist in Berlin eigentlich bis auf das Finale zum Derby nicht mehr allzu viel los. Die Highlights waren dann schon bis eben auf das Derby-Finale. Und deswegen schaut auch mal in Örebro rein. In Örebro, der wunderschönen Stadt, ca. 200 Kilometer westlich von Stockholm gelegen mit dem wunderschönen Schloss. Dort auf der Rennbahn findet eben die V75 statt mit den E3-Finals. Und wir wollen reinschauen. 16.20 Uhr geht's los und ihr könnt natürlich alle Rennen auf www.trotto.de und www.hufer.de wie immer verfolgen und auch bewetten. Das ist ja nicht überall so. Deswegen, wenn ihr also in Berlin-Mariendorf auf der Rennbahn seid, schaut in den Livestream bei Trotto. Da könnt ihr die Rennen nämlich auch sehen. V75-1, es geht los um 16.20 Uhr, wie immer, mit der Silberdivision. Über 2640 Meter Bänderstart. Und ich habe hier einen Sieger, den vielleicht gar nicht so viele haben. Ich gehe nämlich hier mit der Nummer 11, Brandsby's Jukebox und Hans Krebax. Brandsby's Jukebox war zuletzt in Axel Waller. Im Axel Waller Marathon als Mitfavorit am Ablauf war dort viertplatziert. Hatte am Ende so ein bisschen, ging ihm die Puste aus. Davor war er aber mehrfach siegreich. Und zwar in Kalmar über 3860 Meter und in Orbi am 7.5. über 2640 Meter der heute geforderten Distanz. Und ich glaube, dass Brandsby's Jukebox hier von Startplatz 11 sich eine gute Lage sucht mit und Hans Krebers dann zuschleicht. Also das ist für mich ein ganz heißer Kandidat hier. Nummer 11, Brandsby's Jukebox in dieser V75-1. Viele werden mit Furious Rain gehen, der Programm Nummer 4 mit Örjan Schiedström aus dem Stall von Johann Untersteiner. Sehe ich jetzt hier nicht so als Distanzspezialist, sage ich ganz ehrlich. Der letzte Sieg in Halmstadt in einem, ich sage jetzt mal, Wald- und Wiesenrennen war jetzt nicht allzu überzeugend. Davor gab es nur fünfte Plätze und vierte Plätze. Also Furious Rain sehe ich hier absolut nicht als Sieger. Dickete Dominance, die Programm Nummer 5 aus dem Stall von Jürgen Westholm. Die muss man mitnehmen oder den muss man mitnehmen. Wir wissen, Jürgen Westholm hat seine Pferde immer gut in Schuss, wenn es über die lange Strecke geht. Zuletzt gab es im Romme auch unter anderem am Ostermontag einen zweiten Platz bei 3.140 Meter und auch in Örebro im Rahmen des Örebro International. Da war Digital Dominance drittplatziert. Deswegen, der kann das, der kennt die Bahn und deswegen den sollte man auf jeden Fall hier auch beachten. Interessant ist auch für mich Nummer 8, Borups Tornado mit Ulf Olsen. Borups Tornado hatte sich im letzten Quartal, sag ich mal, richtig hervorgetan, mehrfach toll gewonnen, unter anderem auch in Axel Waller am 22.07. Da hat er nämlich den Axel Waller Marathon gewonnen, das muss man ganz ehrlich sagen, mit Björn Gub damals im Sulki. In Rettvik zuletzt gab es allerdings einen enttäuschenden 8. Platz. Heute ist wieder Gutmachung angesagt, dieser Maharaja Ballach kann viel, viel mehr, muss für mich hier mit auf den Schein. V75-1, das ist die Silberdivision über 2046 Meter. Wir nehmen mit die 11 Brandsby's Jukebox, mein Sieger, die 4 Furious Rain, da habe ich so ein bisschen Zweifel, die 5 Digital Dominance und die 8 Borups Tornado. Wenn ihr auch einen Außenseiter sucht, schaut sich mal Global Bookmaker an, die Programm Nummer 7 aus dem Stall von Matthias Duse mit Magnus Duse. Auch jetzt nicht der Distanzspezialist, aber der kann auch einiges, der könnte hier vielleicht auch überraschen.
V75-2, das ist die Gold-Division, das erste Highlight des Tages. Und hier wird es wahrscheinlich zu einem Zweikampf zwischen Missile Hill, der Programm Nummer 2 mit Örjan Schielström aus dem Stall von Daniel Redén, und der Nummer 3 Eddie West mit Kalas Schielström kommen. Missile Hill zuletzt in Visby im Ablauf. Dort hatte er in einem nicht ganz leichten Rennen am Ende dann doch die Nase vorn. Es war aber doch ein relativ hartes Rennen. Eddie West zuletzt 2 Plätze in Zavala am 25.07. in einem guten Rennen. Da war man lange vorn, ist am Ende so ein bisschen abgefangen worden. Wir wissen, dass Eddie West jetzt nicht der Schnellstarter ist. Über 2.000 Meter macht das nichts. Er kann sich eine Lage suchen und dann vielleicht außen Missile Hill angreifen. Ich glaube hier doch, dass am Ende Örjan Schielström die Nase vorn haben wird mit dem ehemaligen Elite-Lob-Teilnehmer Missile Hill. Die drei Eddie West, wie gesagt, muss man aber auf jeden Fall mitnehmen. Lucifer Lane, die Programm Nummer 4, hat mich in Visby richtig enttäuscht. Also er hatte in Visby die optimale Lage, er war in Front, konnte sich das Rennen einteilen, wurde am Ende nur Fünfter. Johan A. Nilsson wieder mal eine fahrerische Extraklasse, muss man leider so sagen, in Visby. Deswegen am Ende war man dort nur Fünftplatziert, deswegen glaube ich nicht dran. Ich habe noch ein bisschen Mumm auf die Nummer 7, Brilliant Madrid mit Dwight Peters. Brilliant Madrid zuletzt in Monté eingesetzt gewesen, zweimal siegreich gewesen. Er ist im Atelier, also im Fahren zwar nicht so gut, aber Dwight Peters hat gerade Form. Und deswegen muss man den hier auf jeden Fall mal mit beachten, so als Außenseiter. Und die Nummer 10, Global Welcome aus dem Style von Svante Bort mit Ulf Olsson. Zuletzt zweitplatziert in Visby im Rennen auch von Missile Hill. Da war man zweitplatziert, hatte gegen Missile allerdings aber keine Chance, kam aber noch gut auf am Ende, also richtig angeflogen am Ende noch. Kann hier vielleicht von Platz 10 sogar auch klappen, wenn man nämlich eine gute Lage bekommt und am Ende dann Missile Hill versucht zu überlaufen. V75-2, wir nehmen mit in der Gold-Division die 2 Missile Hill, die 3 Eddie West, die 4 Lucifer Lane, ich weiß es nicht, die 7 Brilliant Madrid als wirklich Außenseiter und die 10 Global Welcome. V75-3, das ist das erste große Finale an diesem Tag, nämlich das Finale für die Hengste und Wallache, das E3-Finale über 1609 Meter Autostart. Ein Gruppe-1-Rennen mit alleine 100.000 Euro für den Sieger und ich gehe hier mit dem Sieger des E3-Langfinals mit Bedazzled Sox und Torbjörn Jansson. Bedazzled Sox hat wirklich überragend gewonnen in Eskilstuna, als es da richtig Verwirrung gab. Er hat wirklich die Gunst der Stunde genutzt, hat toll gewonnen, hat auch seinen Vorlauf in Rommel gewonnen, das muss man auch in Jävle, schon in Rävle, in Jävle den Vorlauf gewonnen. Also ich sehe hier niemanden, der hier Bedazzled Sox, die Programm Nummer 3, hier ernsthaft gefährden kann. Er hat auch mit Abstand die meiste Gewinnsumme im Feld, nämlich schon über 2,9 Millionen schwedische Kronen, also fast 300.000 Euro. Das kommt natürlich auch durch den Sieg im Upplöpningsfinale, also im zweijährigen Rennen in Jägersro und natürlich auch durch den Sieg im E3-Finale. Trotzdem, ich glaube, dass der hier wieder vorne sein wird. Corazon Combo, die Programm Nummer 1 mit Pekka Korpi, ist natürlich der erste Herausforderer, hat in Eskilstuna mal ein bisschen enttäuscht. Er hatte in Eskilstuna gegen Bedazzled Sox nie eine Chance. Das ist das Pferd, was Tetrik Vanja beim Comeback ein bisschen geärgert hat, Corazon Combo, und da nur Tetrik Vanja nur zweitplatziert gewesen ist. Wir fragen uns wo Tetrik Vanja ist, also ich hätte ihn eigentlich in diesem Rennen hier auf jeden Fall erwartet, schade, dass er nicht dabei ist. Corazon Combo dieses Jahr mit einer guten Form, also 15 Starts, 14 Siege, eine Niederlage, die Niederlage aber genau im E3-Finale. Und das kann ja wieder passieren. Deswegen, also die 1 muss natürlich mit, aber Bedazzled Sox für mich hier ganz klar der Sieger. Interessant ist noch die Programm Nummer 2, Drake Kronos mit Ulf Olsson aus dem Style von Svante Bort. Svante Bort ist ja so Mr. E3, er gewinnt eigentlich immer ein E3-Rennen. Zuletzt war man in Gävle im Vorlauf siegreich, davor gab es allerdings nur vierte Plätze, man hatte sich auch nicht für das Finale in den langen E3-Lauf qualifizieren können. Drake Kronos scheint eher so ein Meilen-Spezialist zu sein, der hat im Vorlauf echt gut gewonnen, auch in 11.2, das war der schnellste Vorlauf, muss man hier in meinen Augen auf jeden Fall mit auf den Schein nehmen. Interessanter Außenseiter für mich in diesem Rennen ist noch die Nummer 10 Joe Dalton mit Magnus Jakobsson. Joe Dalton, drittplatziert zwar nur im Vorlauf, hat aber auch schon mal im Winter einen Margareta-Lob in Zavala gewonnen. Der kann viel, viel mehr, dieser Father Patrick. So, und wenn der eine gute Lage bekommt, ist der für mich ja brandgefährlich. V75-3, wir nehmen mit die Nummer 1 Corazon Combo, die 3 Bedazzled Sox, mein Sieger, die 2 Drake Kronos und die 10 Joe Dalton. V75-4, das ist die Klasse 2 über 2140 Meter Bänderstart und ich gehe hier ganz klar mit der Nummer 4, Father Simon und Björn Gup. Father Simon hat mich wirklich imponiert bei seinem Sieg in Eskilstuna am 2.7., da war ich live vor Ort. Da hat er wirklich toll gewonnen, davor auch der zweite Platz in Lindesberg, war aller Ehren wert. In Redweg letzte Woche hatte er einen schlechten Rennverlauf, muss man ganz deutlich sagen, da war Father Simon wirklich absolut nicht ansatzweise in Bestform. Hat Björn Gup auch gesagt, er hat es nicht ganz verstanden, warum er so schlecht abgeschnitten hat. Ich glaube, Father Simon hat in diesem Rennen eine viel, viel bessere Chance, als viele glauben. Dirty Martini, Programm Nummer 3 mit Jörg Westor, muss natürlich auch mit, war in Mantorp am 10.8. in der Breeders' Crown Quali am Start, hat sich dort mal gnadenlos verabschiedet, hatte überhaupt keine Chance, sich bis zum Halbfinale zu qualifizieren. Man will es jetzt nochmal probieren. Es gibt ja noch eine Breeders' Crown Runde in Ferjestad.
Aber davor in Rettlich am 1.8. der Sieg, der war gut. Davor gab es aber auch in Mantorp in der V75 zuletzt einen 7. Platz nur. Und deswegen bin ich bei Dirty Martini so ein bisschen vorsichtig. Global Crossover, die Programm Nummer 2 aus dem Stall von Frederik Wallin, für mich hier chancenreicher Außenseiter, zuletzt in Örebro, also auf der heutigen Bahn über 1609 Meter siegreich gewesen. Davor auch gute zweite Plätze in Eskilstuna im Rahmen der V75 im letzten Jahr, war man allerdings auch nur 6 platziert. Aber Global Crossover scheint sich gerade zu fangen und Frederik Wallin, der Stall hat Form, das wissen wir, müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Labiat Bros, mein Gott, Labiat Bros, die Programm Nummer 7 mit Johann Untersteiner, muss natürlich auch mit. Zuletzt in einem Damenfahren mit Milma Karlsson war sie zweitplatziert, oder war er zweitplatziert hier in Wallach. Davor gab es einen 4. Platz mit Peter Untersteiner in Halmstadt, das war auch ordentlich. Labiat Bros muss hier auf jeden Fall auch mit. Und als chancenreicher Ausländer möchte ich gerne noch Livingston, die Programm Nummer 11 mit Peter Karlsson ins Rennen werfen. Livingston zuletzt viertplatziert in Visby im Rahmen der V86. Davor aber in Mantorp und in Romelitz zweimal siegreich gewesen. Und Peter Karlsson hat nämlich auch gerade Form. Den muss man hier auf jeden Fall beachten. Deswegen Livingston, die Programm Nummer 11, für mich hier chancenreicher Außenseiter. V75-4, die Klasse 2. Wir nehmen mit die Programm Nummer 2 Global Crossover, die 3 Dirty Martini, die 4 Father Simon, mein Sieger, die Nummer 7 Labiat Bros und die 11 Livingston. V75-5, das ist das Klasse 1-Rennen über 2100 Meter Autostart. Und hier sollte der Sieg eigentlich nur über die Nummer 2 Eagle in Disguise mit Daniel Weierstein gehen. 2 Siege zuletzt mit Jimmy Hoa Andersen in Zollengen und Dannero. Einen Dannero auch im Rahmen der V75 gewonnen. Das war eine tolle Leistung. Eagle in Disguise muss ja auf jeden Fall mit auf den Schein. Denn dieser Bold Eagle Wallach ist hier für mich ein ganz, ganz chancenreicher Kandidat. Konrad Skiderow, die Programm Nummer 5 mit Richard Enskoglund aus dem Stall von Robert Berg, zuletzt in Aorjang am Start gewesen. Da hatte man keine Chance auf den Sieg, aber zweitplatziert war man auch richtig gut zweitplatziert. In Rettig davor gab es im Rahmen der Breeders' Crown Qualifikationsrennen einen 5. Platz und davor aber auch mehrere Siege. Robert Berg schwärmt in höchsten Tönen von Konrad Skiderow, muss man hier auf jeden Fall mitnehmen. Hochinteressant ist Nummer 6, IA, mit Erik Alisson aus dem Stall von Jeppe Rask aus Dänemark. IA kommt mit einem frischen Sieg aus Halmstad und einem 2. Platz aus Jägersro aus dem Orbex Memorial Renntag zurück. Da hat man sich wirklich gut geschlagen mit Jeppe Rask. Jetzt sitzt Erik Alisson im Sog. Jetzt macht das nochmal für mich 30 Meter besser. Und deswegen muss man IA hier die Nummer 6 auf jeden Fall mit auf den Schein nehmen. Interessant für mich ist noch die Nummer 10 Estrella Diamante mit Björn Grubb. Zuletzt siegreich gewesen in Fägestan in einem relativ einfachen Rennen. Davor gab es auch in Fägestan am 15.04. schon mal einen 2. Platz. Da hatte die Stute sich wirklich toll, nee, der Wallach sich wirklich gut verkauft. Das war ein tolles Rennen und deswegen für mich Estrella Diamante hier absolut interessant. Genauso wie die 9 Final Whistle mit Matthias Juse, der oft am Fahrer scheitert. Zuletzt in Sundsvall war man aber siegreich. Am 5.8. in Bursaka, davor gab es in Zuballa einen 3. Platz. Wenn Matthias Dues ein bisschen umsichtiger fahren würde, hätte dieser Final Whistle nicht nur 50.000 Euro, sondern vielleicht schon 100.000 Euro auf dem Konto. V75-5, wir nehmen mit. Die Programm Nummer 2 Eagle in Disguise, mein Sieger. Die Nummer 5 Konrad Ziederroth, die 6 EA, die 9 Final Whistle und die 10 Estrella Diamante. V75-6, das ist natürlich das zweite große Highlight des Tages, nämlich das E3-Finale für die Stuten. Und das ist für mich nicht so leicht zu entschlüsseln, wie das für die Hengste und Wallacher, wo man eigentlich doch mit Corazon Combo und Bedazzled Socks zwei klare Favoriten hat. Ich gehe hier mit jemandem, den, glaube ich, keiner auf der Rechnung hat. Ich gehe mit der Programm Nummer 5, Omar Sohn und Daniel Weierstein. Omar Sohn hat zuletzt in Rettwig einen 2. Platz geholt am 25.06. und war danach zweimal siegreich in Zavala und in jedem Vorlauf. Und das war richtig gut. Diese Maharaja-Tochter, die kann viel, viel mehr. Hat immer Pech gehabt, hatte sich zum Beispiel in Berserker für das lange E3-Finale nicht qualifizieren können anhand eines Fehlers. Ich habe richtig Mumm auf die Nummer 5, Omar Sohn und Daniel Weierstein. Für mich hier die Siegerin in diesem Rennen. Viele werden natürlich auf Dia Griff, die Programm Nummer 3, mit Santtu Raitala gehen. Santtu Raitala, der finnische Spitzenprofi, steuert die Stute, die allerdings im E3-Langfinale mit Mathieu Abribar überhaupt keine Szene hatte und auch da komplett unterging. In Jävle im Vorlauf hat sie Santtu Raitala dann wirklich toll zum Sieg gesteuert, das muss man sagen. Davor gab es auch 2 Siege und einen 2. Platz. Aber Dia Griff hat im Finale in Eskilstuna gezeigt, dass sie doch manchmal auch noch sehr hitzig ist und deswegen habe ich da zumindest Zweifel. Natürlich ist sie die Haushoffavoritin, natürlich muss sie mitgenommen werden, aber so ein ganz kleines bisschen Bauchschmerzen habe ich da schon. Ich würde noch mitnehmen die 1 Lola Trott und Kim Eriksson aus dem Training von Raoul Engblom. Zuletzt siegreich in Jävle im Vorlauf, in Axemweiler gab es einen 3. Platz und davor gab es wieder einen Sieg in Eskilstuna. Also Lola Trott für mich hier, sie hat nämlich auch hier den
den Trostlauf in Eskilstuna gewonnen, einen Tag vor den E3-Finals. Also sie hat den E3-Trostlauf schon mal gewonnen. Und diese Lolo Trott für mich hier auch eine ganz chancenreiche Kandidatin in diesem Rennen. Und wer auch einen Außenseiter sucht, einen richtigen Außenseiter, der sollte sich mal Brilliant Minds, die Programm Nummer 10 mit Mika Force angucken. Wir erinnern uns, Mika Force hat das E3-Langfinale auch von dieser Position mit einer Stute gewonnen, die auch keine Aufrechnung hatte. Und deswegen Brilliant Minds aus dem Stall von Jerry Jordan für mich ja hochinteressant. Als Außenseiterin sollte man sich genauer beim Heat auch einmal anschauen. V75-6, E3-Finale für Stuten. Wir nehmen mit die 1 Lolo Trott, die 3 Dia Griff, die 5 Omara Song, meine Siegerin, und die Programm Nummer 10 Brilliant Minds, so heißt die Stute. V75-7, das ist die Bronze-Division nochmal über 1609 Meter Autostart, und hier sollte es zu einem, ja, eigentlich einem 2- oder 3-Kampf kommen zwischen der Programm Nummer 4 Global Lover und der Programm Nummer 6 Jackson Avery. Global Lover mit Robert Berg, die Programm Nummer 4, und Jackson Avery, die 6 mit Erland Renneslik aus Norwegen. Die werden sich wahrscheinlich vorher die Köpfe einfahren, erwarte ich jetzt fast, weil wir kennen Robert Berg, wir kennen Erland Renneslik, und deswegen glaube ich, dass beide vielleicht sogar nicht ankommen werden, das sage ich ganz ehrlich, aber wenn sie sich vorne ein bisschen schnell einigen, dann kann das durchaus dementsprechend einer der beiden Sieger sein. Für mich interessant ist hier die Programm Nummer 10 Born to Run aus dem Stall von Alessandro Gocciadoro mit Magnus Duse. Mit Jorma Kontio gab es als Haushofer-Favorit in Bollnäs eine Disqualifikation, davor gab es allerdings mehrere Siege in Östersund und in Eskilstuna, unter anderem auch mit dem heutigen Fahrer Magnus Duse. Deswegen Born to Run. Natürlich ist die Startnummer 10 in der zweiten Reihe über die Meile nicht ideal, doch wenn Magnus Duse einmal Born to Run ins Rennen bekommt und dann außen herum vielleicht die Gegner erdrücken kann, hat er hier eine bombastische Chance. Chancenreicher Außenseiter in diesem Rennen, das sage ich ganz deutlich, werden viele sagen, wie kann man nur, ist für mich die 7, Don't Be Weak, mit Peter Lundberg. Zuletzt in Redwick drittplatziert gewesen mit Mats Duse zu einer Quote von 137:10. Davor auch schon mal in Eskilstuna am 2.7. erfolgreich gewesen. Also Don't Be Weak, die Programm Nummer 7, kann hier überraschen. Zumindest als Platzgeldpferd würde ich den Solaboko Wallach hier auf jeden Fall mal ins Auge fassen. V75-7, abschließendes Rennen, die Bronze-Division. Wir nehmen mit die Programm Nummer 4, Global Lover, die 6, Jackson Avery, die 7, Don't Be Weak, und die 10, Born to Run. Ja, ihr seht, es ist eine sehr interessante V75, und gerade die letzten Rennen kann man ja auch noch verfolgen, wenn man in Berlin-Mariendorf nämlich dann auch zu Gast ist und um 17.35 Uhr ist dort Feierabend. Das heißt, man kann das 9., 10. und 11. Rennen, die letzten drei V75-Rennen, auf jeden Fall auch noch aus Berlin verfolgen von der Rennbahn. Und man kann ja auch vorher schon mal auf sein Handy gucken, wenn da so das E3-Finale für die Hengstenbalache läuft, sollte man schon mal reinschauen. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß. Ihr wisst, auf www.trotto.de könnt ihr sämtliche Rennen bewetten. Auf www.hufe.de gibt es weitere Informationen, auch eine schriftliche, lange Vorschau zu diesen Rennen. Deswegen klickt mal rein. Und ich freue mich, euch hoffentlich bald in Berlin wiederzusehen. Ich bin Freitagabend in Berlin, Samstag in Berlin, Sonntag in Berlin. Wenn ihr mich seht, sprecht mich an. Ich freue mich und wünsche euch natürlich jetzt ganz viel Erfolg bei der V75, aber auch bei der V7 Plus in Mariendorf und natürlich auf den ganzen weiteren tollen Programmen, was uns dieses Wochenende erwartet. Ihr denkt dran, liken, abonnieren, wiederkehren, und dann sehen wir uns sehr bald schon wieder hier bei Jörns Swedish Racing World. Exklusiv hier bei uns auf www.trotto.de und www.hufe.de. Lückertil.